Hurra. Alter! Ey. Gott. Ich hasse. Ich kann das nicht oft genug sagen und eigentlich reicht das Wort nicht aus. Aber ich hasse Magic Koopa. Oh Gott, warum ist der in jedem zweiten Level? Oh Gott, warum muss er so nerven? Das habe ich nicht verdient. Das ist so schlimm. Das versaut. Ohne Scheiß, das versaut mir hier gerade halt einfach den Hack. Denn der könnte echt geil sein, aber ich habe keinen Bock, jeden Level gegen diesen Drecks-Mistarsch zu spielen, der absolut keinen Spaß macht. Der ist einfach nur nervig. Und ich will das nicht. Der Mod ist so. Der Mod, ich sag's immer wieder. Der Hack ist nämlich eigentlich so toll. Oh, Gott sei Dank. Drecks-Level. Oberarschloch-Dreckslevel. Manchas Mansions. Ja, was kann das nur sein? Boah, schon wieder schöne Musik. Wieder Schalter-Action. Brauchen wir nicht. Gibt ja kein Secret Exit. Oh Gott! Was war das denn? Ach so. Nee, bitte richtig. Ja, ein Herz für Koopas. Ich springe einfach über alles drüber. So. Habe ich jetzt an- oder ausgeschaltet? Ich habe es jetzt. Ich glaube, ich habe es jetzt doppelt getroffen, oder? Jetzt habe ich genauso wieder geschaltet, wie ich vorher eingestellt hatte. Nee, gut. Alles in Ordnung. Ich wusste es. Ich wusste es. Probieren wir es mal so. Klassisch. Ich bin dem Falschen nachgelaufen. Okay, probieren wir es erst anders. Boah, meine Fresse, dass die Level auch mittlerweile echt zu Metroid-Level werden. Pilz, danke. Ah! Vendette! Ich sollte solche Sachen einfach nicht machen, wenn ich im Vorhinein schon weiß, dass es nichts wird. Oh. Gut, sind wir jetzt nochmal den Weg gelaufen, um nochmal zu sehen, dass da ein Dead End war. Obwohl mir das beim ersten Mal schon auffallen hätte sein gewesen haben müssen. Stirb. Holen wir uns nochmal den Pilz. Gütchen, da oben ist aber ein Schalter. Dann betätigen wir den doch und dann kommen wir auch da hinten und klappt es auch mit den Nachbarn. Supi, was bringt mir das jetzt? Rein gar nichts. Ich bin einmal im Kreis gerannt. Super! Ja, ganz, ganz, ganz toll. So. Nun haben wir ein Sprungbrett. Der Cooper ist einfach verschwunden. Wo brauche ich denn ein Sprungbrett? Ah! Ah! Hier brauche ich ein Sprungbrett. Hui! Pilz? Mist. Und also bitte erwartet nicht von mir, dass ich weiß, was ich hier mache. Ich drücke ziellos auf Schalter und denke, das wird schon stimmen. Aber das wird schon stimmen.
Ja, cool. Noch ein Sprungbrett. Haha, witzig. Ja, aber nu? Was? Was? Ah, ja. Okay. Passt doch alles wie Arsch auf Schüssel. Super. So, hier nix, da nix, hier Schalter. Da tot. So, kann man den Schalter einlaufen. Ja, also angenehm ist ja, dass der Level hier vergleichsweise einfach ist. Obwohl ich mir ein... Und er springt nicht. Und er springt. Aber im falschen Moment. Oh ja, gut. Ey, unfassbar. Wie ich sowas völlig super Einfaches zu sowas unglaublich kompliziert machen kann. Es ist immer wieder beeindruckend. So, jetzt hier weiter. Und dann war's das. Gott sei Dank. Moment. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Das ist jetzt der falsche Film. Ach Gott! Falsche Taste gedrückt. So, jetzt. Das, ja, der Level war zwar einfach, aber, verwirrend. Eternal Rain. Und wieder ein Regenlevel, das hoffentlich ruckelt das nicht. Ist jetzt doch schon der dritte Level mit Regen. Die Mucke ist cool. Geister sind nicht cool. Ach, das sind die Dinger. Ui. Ich fall von ganz oben nach ganz unten, genau in dem Moment, in dem er... Was? Nein! In dem er diesen dämlichen Knochen wirft. Ey, das ist unfassbar. Ich spiele gerade mal 2 Stunden am Stück Mario und bin A, völlig frustriert, B, total unkonzentriert, unglaublich. Was dieses Spiel mit mir anrichtet, ist nicht schön. Ah, da komme ich nicht mehr zurück. Okay, da will ich doch hier lang. Irgendwas ist doch hier. Hör mal hin. Hui. Nix. Aha. Oh. Unnötig. Ah! Das frustet mich so dermaßen, dass ich fruste mich noch am meisten. Ja, also mich selbst. Weil ich einfach nicht kann. Das nervt mich so, dass ich es nicht kann. Vor allen Dingen bei solchen Stellen, wo ich mir dann denke, mein Gott, warum muss denn das sein? So, nochmal abschalten. Oh Gott. Ja, genau sowas. Warum muss denn sowas sein? Warum muss ich es denn unbedingt schwerer machen, als es wirklich ist? Was? Das ist ein Tippen. Tippen bedeutet, ich drücke eine Taste, du Arsch. Worauf folgt, Mario macht, was auf Taste belegt. Und das war Taste für Springen. Genau wie in diesem Fall. Ach ja. Schön. So. Meine Güte. Güter. Das ist hier bei Monopoly. Guten Abend.
Zarratzenfummel. So, risky Sprung. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die Level echt nicht so richtig übersichtlich gestaltet sind. Ich finde, die sind meistens sind die wirklich so Metroid-mäßig. Also die sind riesengroß und völlig verzweigt und nicht wirklich logisch. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Und die Schlösser finde ich auch seltsam. Also, das Aussehen der Schlösser. Oh Gott. Was? Ja, danke. Danke, liebe Safe-State-Taste, dass du so prima funktionierst und mich niemals im Stich lässt, wenn es mal wirklich drauf ankommt. Oh Mann. So, latschen wir mal wie ein Elch auf die Safe-State-Taste. Gut. Oh, das, solche Sachen nerven mich, weil ich einfach keine Kontrolle über Mario habe. Und das bin nicht nur ich. Ich mag schlecht spielen, ja. Aber das meine ich. Ich drücke nichts. Und das ist so wie... Stellt euch einfach vor, jeder Level ist ein Eislevel. So fühlt sich das an. Zum Kotzen. Und fürchterlich anstrengend. Okay, was genau wollt ihr hier von mir? Was seid ihr denn das jetzt? Oh Gott. Also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich einen P-Switch brauche. Oder? Okay. Fake-Türen. Der angesprochene P-Switch. Bei Fake-Türen denke ich natürlich sofort daran, ob ich den Level resetten soll. Oh, ja geil. Was war das denn? Ich habe gerade wenig gesagt, weil ich irgendwie am Überlegen und mich am Konzentrieren war. Ey, das ist nicht wahr. Solche Sachen sind dumm, Freunde. Das ist kein Level-Design. Warum macht man sowas? Das ist nur für den Spieler zu verarschen. Sowas ist nicht witzig. Vor allen Dingen in einem Style-Hack. Das ist ganz offensichtlich einer. Da brauchst du nicht so ein Arschloch zu sein, wie das in einem Kaizo-Hack ist. Gut, okay. Dann haben wir das hier jetzt so. Alles klar. Nein! Zurück. Diese Münze möchte ich nicht einsammeln, denn das könnte... Auch sowas. Das kann durchaus bedeuten, dass ich oben nicht an den Schalter komme. Wenn ich den P-Switch, der offensichtlich dann hier jetzt irgendwo sein muss, drücke, komme ich nicht oben an den Schalter dran und kann den kompletten Level resetten, indem ich durch die Tür gehe. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Das macht man nicht. Muss denn jeder immer automatisch bei einem Mario-Hack ein Arschloch sein? So. Was?
Ich könnte mich schlachten. Ich könnte mich wirklich schlachten für meine Dummheit. Was mache ich denn? Ich rede schon wieder lange nichts, ich mag's. Aber ich finde das gerade auch irgendwie. Das war so klar. Ich finde das irgendwie auch im Moment ziemlich. Ah, anstrengend einfach. Och, beim vierten Mal wird's irgendwie nicht witziger. Was zur Hölle? Wow.